So Leute, wie ihr im Titel schon sehen könnt, heute geht es um mein Fahrrad, um mein klapperndes Fahrrad sozusagen. Und wir wollen uns heute mal anschauen, ob wir das klapperfrei kriegen oder sagen wir möglichst leise. Und vielleicht sind da noch ein paar Tipps für euch dabei. Also, let's go, schauen wir mal zum Fahrrad. So Leute, da steht sie. Wer kennt sie nicht? Meine klappernde Mühle. Bike hat jetzt einfach schon 4 Jahre mittlerweile auf dem Buckel. Ich fahre seit 4 Jahren im Bikepark damit. Ich habe natürlich schon mal alles ausgetauscht und so weiter. Aber jetzt habe ich den Fall, dass es halt einfach extrem klappert. Ihr habt es auch viel in den Kommentaren geschrieben. Aber ich möchte das Klappern wegbringen. Allein für euch. Und weil es mich stört es eigentlich auch, wenn man halt über Wurzeln fährt und man denkt einfach, das Fahrrad fällt komplett auseinander. Jetzt gilt es natürlich erstmal, die Stellen zu finden. Wo klappert das Bike und wie kann ich es beheben? Es kann ja sein, dass ihr auch ein klapperndes Fahrrad habt, deswegen erkläre ich jetzt auch ein paar mehr Sachen, was die Ursache sein kann und wie man das beheben könnte. Also bei mir weiß ich jetzt, ich habe es nämlich schon probiert, ich habe geschaut viel schon und habe mir schon die passenden Sachen bestellt. Bei mir ist es jetzt hier der Antrieb komplett. Der ist erstens einigermaßen verschlissen und jetzt haben wir hier mehrere Stellen, wo das Klappern herkommt. Das bildet dann so ein ekliges, lautes Geräusch. Vorerst erstmal ist die Kassette verschlissen. Das heißt hier, wir sehen die einzelnen Ritzel wackeln. Das heißt, die sind so vernietet und die einzelnen Nieten hier drin sind schon ausgeschlagen und das heißt neue Kassette. Das Schaltwerk ist einigermaßen leise, das ist nämlich auch ziemlich fest und so weiter. Da müssen wir nichts machen. Die größte Ursache, beziehungsweise was halt jetzt am lautesten ist an diesem Fahrrad, ist die Stelle. Die Kettenführung, die habe ich mir selber gebastelt, deswegen wird es wahrscheinlich auch so laut klappern. Die Kette geht hier seitlich immer gegen das Carbon. Das ergibt dann so ein ekliges Geräusch. Ne? Selbst bei kleinen Schlägen hört man schon. Ich habe mir eine neue Kettenführung bestellt von E30. Die ist hier aus Plastik und hier unten ist auch nochmal eine Führung. Dann ist die Kette schön stramm. Das heißt, es klappert nichts. Zusätzlich ist noch die Kette ein wenig ausgeschlagen. Also hier dazwischen ist Spiel und das macht auch nochmal Geräusche. Das ist alles so eine kleine Geräuschkulisse. Damals hat er bei mir hier alles geklappert, alles geknackt. Das habe ich ja behoben mit neuen Lagern überall. Jetzt natürlich auch noch eine Frage für euch jetzt, wenn euer Rad klappert, wo könnte es noch herkommen? Ihr müsst natürlich immer schauen, wo kommt es her? Das ist das Wichtigste. Vorerst haben wir, ich, bei mir jetzt zumindest, habe innen verlegte Züge im Rahmen und da habe ich innen so eine Styroporröhre habe ich reingelegt und die Züge da durchgezogen, weil die schlagen sonst innen gegen den Rahmen und machen hier so ein ekliges Geräusch. Also da müsst ihr auch schauen, wenn ihr wirklich nicht wisst, wo es herkommt. Des Weiteren auch vielleicht Steuerlager. Hier praktisch oben, wenn das ausgeschlagen ist, das knarzt oder macht ein blödes Geräusch. Hier Laufräder, die Lager, grundsätzlich auch die Lager vom Rahmen machen Geräusche, wenn sie kaputt sind. Auch quietschende Geräusche, nicht nur Klappergeräusche. Zum Beispiel, wenn es hier hinten ein Spiel hat, wenn ich hier mal so drückt, hier die Lager oder Freilauf. Es gibt eigentlich so viele Quellen am Fahrrad, die Geräusche machen. Auch die Lager von den Pedalen können es sein. Oder Buchsen, also da müsst ihr wirklich gucken. Was auch ein großer Faktor ist, was Geräusche produzieren kann, sind hier vorne die Leitungen. Die schlagen aneinander. Ergibt auch eine Geräuschkulisse, das heißt, einfach hier einen Kabelbinder nehmen, hier zusammen machen, dann ist es leise. Das war es soweit, ich montiere das jetzt und dann machen wir mal eine Probefahrt und schauen, ob es geholfen hat. Ob das Ganze dann, ich sag mal, ganz stumm werden wir es nicht kriegen, aber auf definitiv leiser als es jetzt ist. Dann ist es auch wieder schöner, die Videos zu schauen, denke ich. So Leute, die Teile sind jetzt dran am Fahrrad. Bevor wir die Probefahrt machen, zeige ich es euch nur noch mal kurz, was wir jetzt dran gebaut haben und wie das ausschaut. Also, erstmal haben wir hier ein neues Kettenblatt. Einfach weil, wenn ich Kette und Ritzel tausche, kriege ich alles mit, dann läuft es wieder. Dann haben wir hier einmal eine richtig schöne Kette, so schwarz-gold. Kann ich euch verlinken. Super geil, schaut gut aus. Dann haben wir hier noch eine einfache Sunrace-Kassette. Ja, auch nichts Besonderes. Und dann, wie gesagt, noch die Kettenführung von E13, die LG1 oder wie man es ausspricht, ich weiß es nicht. Ja, das werden wir jetzt einfach mal testen, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, würde ich sagen, let's go, ab auf den Trail. So Leute, der Geistkopf hat spontan aufgemacht. Ich stehe am Eingang der Freeride-Strecke und ich möchte euch jetzt beweisen, dass mein Fahrrad wieder ein bisschen leiser geworden ist. Wie ihr wisst, also viele kennen wahrscheinlich die Freeride, die ist hier recht ruppig, steinig, wurzlig. So, starten wir mal rein. So, ja, es ist schlammig. So, Steine.
Nachrichten, wir hören, mein Fahrrad klappert jetzt nicht mehr so. Also einzelne Geräusche hört man noch. Oh, oh. Das ist einfach nur eine Eisplatte. Einzelne Geräusche hört man noch. Aber im Großen und Ganzen sind wir wieder ganz leise dabei. So. Hier unten hören wir es jetzt nochmal gleich besser. So, springen wir runter. Und hier fangen jetzt die, sag ich mal, ruppigeren Passagen an. Ja, hier ist echt steinig. Und wir hören nicht viel, sagen wir mal. Wir hören nur meine Reifen. Und kein Kettenklappern. So, machen wir nochmal hier vor. So. Zack. Ich denke, das hört sich doch ganz gut an. So, nochmal ein paar Steine hier. So. Ja, jetzt schön das Geräusch, wenn die Reifen über die Steine gehen. Und keine nervigen anderen Geräusche mehr. Finde ich selber auch geil. Jetzt kann man sich die Videos, glaube ich, auch entspannter anschauen. Mit der Hero 8 noch dazu. Ich denke, da habe ich ein bisschen ausgerüstet. So, nice. Also die ruppigen Strecken kann ich jetzt auch entspannt fahren, ohne Kommentare zu lesen. Mein Bike klappert. Also, haut rein.